Lieber Zuschauer, ich möchte dir einen Rat mitgeben. Natürlich liegt es an dir, ob du den Rat annimmst oder gegen die Wand wirfst. Es liegt an dir. Aber vielleicht hast du diese 2 Minuten, meinen Rat anzuhören, und es bleibt dir überlassen, ob du darüber nachdenkst oder nicht. Und meinen Rat, lieber Zuschauer, leite ich mit folgender Frage ein. Ich frage dich, du kennst dich selber sehr gut. Seitdem du denken kannst, weißt du, wer du bist. Du hast in deinem Leben Entscheidungen getroffen, manchmal richtige, manchmal falsche. Und der Mensch kann sich immer am besten selber einschätzen. Und jetzt will ich fragen, glaubst du, dass du in der Lage dazu bist, Wahrheit und Falschheit zu unterscheiden? Und glaubst du, dass du in der Lage dazu bist, den Sinn des Lebens zu verstehen und zu erkennen, den wahren Sinn des Lebens? Glaubst du das? Oder gibst du dich mit dem zufrieden, was die breite Masse der Menschheit sagt? Wenn dein Horizont über Unterhaltungselektronik und über blinden Konsum hinausgeht, wenn du ein gewisses Hintergrundwissen hast und wenn du eine gesunde Lebenseinstellung hast, dann wirst du sicherlich mit mir der Meinung sein, dass wir in einer Situation leben, die man mit einem Dschungel von Meinungsverschiedenheiten vergleichen kann, in der Wahrheit als Falschheit verkauft wird und Falschheit als Wahrheit verkauft wird, in dem dem Lügner geglaubt und dem Wahrheitssprechenden misstraut wird. In einer Zeit, wo sich viele Leute mit ihrem Handeln auf eine Weltanschauung oder auf eine Religion beziehen, während aber das Handeln, welches sie an den Tag legen, nichts mit dem zu tun hat, worauf sie sich beziehen, seien es Demokraten, Christen, Juden oder in meinem Fall Muslime. Und wie kann man in diesem ganzen Chaos und in dem Durcheinander, wo so viele Betrüger an der Macht sind, so viele Lügner ihre Lügen verstreut haben, wo man nicht mehr weiß, was richtig und was wahr ist, wie kann man hier die Wahrheit finden? Und ich als Vertreter oder beziehungsweise als Muslim und Angehöriger des Islams sage dir ganz klar und deutlich, dass ich der vollen Überzeugung bin, dass Islam die Wahrheit ist. Aber ich kann dir das in diesem kurzen Video nicht beweisen. Ich gebe dir lediglich einen Rat mit. Ich gebe dir einen Rat mit. Wenn du ihn befolgst, wirst du den ultimativen Beweis finden, dass Islam die Wahrheit ist. Und das basierend auf deiner Einschätzung, nicht weil dir irgendjemand etwas einredet, sondern du willst zu dieser Schlussfolgerung kommen, ganz alleine. Deswegen die Frage am Anfang, kannst du wahr von falsch unterscheiden? Und wir lassen diese ganzen Themen weg, dass es Radikale gibt, dass es Terroristen gibt, dass es viele Wahrheiten verdreht werden, dass es Muslime gibt, die sich daneben benehmen, aber gleichzeitig auch eine Hetze vorhanden ist. Wir lassen diese ganzen Sachen weg, ich gebe dir die Essenz. Ich gebe dir den ultimativen Weg herauszufinden, ob der Islam die Wahrheit ist oder nicht. Und aber du musst dafür eine Bedingung erfüllen. Und ohne diese Bedingung wirst du das nicht finden. Wirst du diesen Rat nicht nachvollziehen oder umsetzen können. Die Bedingung ist, dass du wahrhaftig bist, dass du ehrlich bist und dass du treu bist. Weil der ultimative Beweis ist nichts anderes als das Zeugnis von Allah, von dem Herrn der Himmel und der Erde. Das ist der ultimative Beweis. Jetzt wirst du mir sagen, ja toll, Allah ist der Beweis oder Gott ist der Beweis, dass Islam die Wahrheit ist. Ich kann damit nichts anfangen. Ich sage doch, du kannst damit etwas anfangen, wenn du die Wirklichkeit des Zeugnisses von Gottes, von Allah verstanden hast. Allah sagt im Koran, sprich, O Muhammad, zu der gesamten Menschheit, welches Zeugnis wiegt am schwersten? Rhetorische Frage. Sprich, O Muhammad, Allahs Zeugnis, denn er ist Zeuge zwischen mir und euch und dieser Koran ist mir offenbart worden, damit ich euch damit warne und jeden, den er erreicht. Allah ist der Zeuge. Das bedeutet für dich, wenn du weißt, dass der Schöpfer der Zeuge ist, dass du nichts anderes machen brauchst, außer mit aufrichtigem Herzen vor dem Schlafengehen oder auf dem Weg irgendwohin oder nach dem Aufstehen, jedenfalls mit aufrichtigem Herzen deine Hände in die Luft hebst und sagst, O Schöpfer, der Himmel und der Erde, O derjenige, der all das erschaffen hat, wenn es dich gibt und wenn du mir zuhörst, dann zeige mir die Wahrheit als wahr und helf mir, ihr zu folgen und zeige mir die Falschheit als falsch und helf mir, sie zu vermeiden. Sprich dieses Gebet vom Herzen. Und vielleicht wirst du zu mir sagen, was du davon hast, dass du das sprichst. Was hast du davon? Dann sage ich dir, was hast du verloren, wenn du das tust? Nichts. Morgen oder übermorgen oder in einem Jahr wirst du unter der Erde liegen. Aber sicher ist, du wirst unter der Erde liegen. Wir werden sterben. Du wirst sterben und du wirst Menschen verlassen und Menschen werden dich verlassen. Diese Welt ist für die Vergänglichkeit verdammt. Und diese Welt hat eine Schattenseite, die größer ist als die positive Seite. Also hast du nichts zu verlieren, dass du dir die Errettung, die Glückseligkeit erkaufst und ersuchst bei dem, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Also bitte Gott
um Rechtleitung zur Wahrheit. Bitte ihn. Vergiss mich mit diesem Bart. Vergiss alles, was du zuvor gehört hast. Wende dich einfach an den, der das alles erschaffen hat. Und dann wird er dir ein Zeichen schicken, wo du hundertprozentig wissen wirst, dass es von ihm ist, vorausgesetzt, dass du ehrlich bist. Denn Allah sagt, er sagt in einer heiligen Überlieferung, er sagt, oh meine Diener, ihr geht alle in die Irre, außer denen, denen ich recht leite. So bittet mich um Rechtleitung und ich leite euch recht. Und hiernach, wenn du das bis hierhin zugehört hast, wirst du im nächsten Leben keine Entschuldigung mehr haben, denn Allah hat eine Flatrate und ist 24/7 erreichbar und es gibt keine Warteliste. Melde dich bei ihm und bitte ihn um Rechtleitung. Das war mein Ratschlag an dich. War das so viel? Alhamdulillah, erstmal Dankeschön für die Worte. Ich wollte nur kurz ansetzen und zwar, es gibt einige Menschen, die leben ein Leben in Risiko, sag ich mal. Die denken, okay, kann sein, Gott ist da, kann sein, Gott ist nicht da, kann sein, es gibt ein Leben nach dem Tod, kann sein, nicht. Aber die Sache ist die, erstmal, wie der Bruder schon angedeutet hat, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wir werden zur Rechenschaft gezogen. Es gibt genug Beweise, Universum, Sonne, Anfang des Universums. Was ich damit sagen möchte ist, warum geht man dieses Risiko ein? Auf einmal, wenn du im Grab liegst und der Tag der Auferstehung kommt und dann stehst du auf einmal vor deinem Schöpfer, oh, es gibt ihn ja doch, aber dann ist es zu spät. Und deswegen unsere Botschaft ist, fang jetzt an, wie der Bruder schon angedeutet hat, heb einfach deine Hände, du hast nichts zu verlieren. Sag, oh lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig mir den richtigen Weg. Zeig mir den richtigen Weg. Und wie der Bruder schon gesagt hat, so Gott will, wirst du ein Zeichen bekommen. Deswegen, ihr habt nichts zu verlieren. Und spiel nicht dieses Risiko. Kann sein, Gott ist da, kann sein, Gott ist nicht da. Und er ist da. Und was ist, wenn er da ist und du mit den ganzen Sünden stirbst? Dann hast du ein Problem. Weil wir reden hier über eine Sache, entweder ewig Paradies oder ewig Hölle. Deswegen, wenn dir dein Leben kostbar ist, das Leben deiner Familie, so mach, was der Bruder gesagt hat. Heb einfach deine Hände und bete zu Gott. Das waren unsere Worte. Wir wollen nur das Beste für die Menschen. Möge Allah uns vergeben. Möge Allah sie und uns recht leiten. Amen.